Für die Schüler war heute nur ein kurzer Tag. Sie nahmen die Semesterzeugnisse in Empfang und beeilten sich dann, zur Übertragung des Olympia-Abfahrtslaufes nach Hause zu kommen. In manchen Betrieben wurde die Mittagspause verlängert. In den meisten Fällen aber hatten Angestellte eigene Fernsehgeräte in Büros und Geschäfte mitgebracht. Vielleicht kann er es bei dieser kurzen Distanz hier doch noch schaffen. Er geht aus der Hocke fast nicht heraus. Das Publikum jubelt herunter schon. 1:32. Franz Kammer bricht jetzt und aufpassen. Sie ist da reingesprungen, weit hinunter in diese Kurve und ist jetzt schon im Zielzug. 1:38. 1:39. Ist es recht? Ja oder nein, das ist die Frage. 1:43. 1:43. 1:44. Jawohl! Bestzeit! Mir hat es aber gebeitelt von oben bis unten und nie gedacht, dass ich Bestzeit fahre.